Es waren noch nicht alle Teilnehmer da, aber trotzdem würde ich sagen, dass wir anfangen. Wir haben ein relativ großes Programm und viele interessante Vorträge. Und wenn wir das bis heute Nachmittag 16:30 Uhr oder so spätestens 17 Uhr schaffen wollen, müssten wir, glaube ich, alle sehr diszipliniert sein. Andererseits die Redner, aber auch wenn wir Fragen und Diskussionen haben. Good morning. I think we start now, although not everyone is here, because we have a very tight agenda and we want to get through until 4:30 or 5 o'clock later. So I think it needs quite some discipline from mainly the speakers, of course, but everybody else also during discussions concerning questions. Okay, als Leiter dieses runden Tisches Kantor Notfallsorge und Postnotfall möchte ich Sie herzlich begrüßen. Als Luxemburger oder Einheimischer werde ich, bevor wir mit dem ersten Vortrag beginnen, werde ich Ihnen ein bisschen Informationen geben zu Schengen oder eher zu Remerschen und zu Cattenau selbst. Me, who is the chair of this round table, and I'm also I am from Luxembourg, so I'm somehow the indigenous here, so I want to inform you a little bit before we start about Schengen and Remerschen, about Cattenau. Wir sind hier in dem Ort Remerschen, welcher seit einiger Zeit zur Gemeinde Schengen gehört. Das heißt, auch Schengen ist sicherlich relativ jedem bekannt. Remerschen ist vielleicht europaweit nicht so bekannt, aber für alle, sage ich mal, für viele Luxemburger und alle auch Leute, die sich mit dem Thema Cattenau befassen, ist Remerschen doch bekannt. Und zwar, ich werde einfach ein paar Daten nennen. Im Juni 1973 hat die damalige konservative Regierung eine Vereinbarung mit RW unterschrieben, zwecks Planung, Errichtung und Betrieb eines AKWs in Remerschen in Luxemburg. Das heißt, genau in diesem Ort, wo wir jetzt sind, sollte seit 1973 ein AKW gebaut werden. While I think that most Europeans know, of course, Schengen, most don't know Remerschen, which is a community which became part of the community of Schengen. It's not known as much as Cattenau, but in June in 1933, there was signed a contract between with the company or RWE to plan, construct and operate a nuclear power plant in Remerschen. August 1974 hat EDF dann angekündigt, dass sie eine Atomzentrale nördlich von Thionville bauen wollen. Ab 1975 fanden Gespräche zwischen Frankreich und Luxemburg mit dem Ziel, die Projekte Remerschen und Cattenau aufeinander abzustimmen, um beide zu realisieren. So, in 1974 EDF decided to build a nuclear power plant north of Thionville, and in 1975 there were discussions between France and Luxembourg to coordinate both projects, Remerschen and Cattenau, so that both could be realized. 1976, die öffentliche Debatte in das Remerschen läuft in Luxemburg an. Zwischen Juni und Mai 1977 fand dann in Cattenau die sogenannte Enquete publique statt, um ein RKW zu bauen, und zwar der Plan war zweimal 900 Megawatt und zweimal 1300 Megawatt. 15.344 Einsprüche, darunter auch Einsprüche von französischen, deutschen und luxemburgischen Gemeinden, wurden eingereicht. So in 1976 the public debate around the nuclear power plant Remerschen started in Luxembourg. And between 9th of May until 30th of June in 1977, there was in Cattenau the Enquête publique, where they discussed 2 times 900 megawatt
and 2 times 1,300 megawatts. There were 15,344 statements against, and of course there were people, like there were French, German, and Luxembourg communities against this. 11. Juni 1977, 3000 Atomkraftgegner manifestieren in Thion. 11. Dezember 1977, die Luxemburger Sozialistische Partei stimmt mit knapper Mehrheit von 3 Stimmen auf einem Spezialkongress für ein Moratorium in Sachen der Märsche. Damit ist sehr zum Leidwesen des Koalitionspartners das AKW der Märsche vom Tisch. On the 11th June of 1977, 3,000 anti-nuclear activists are demonstrating in Thionville. And on the 11th of December in 1977, the Luxembourg Socialist Party votes with only 3 votes of majority at a special conference for the moratorium concerning diversion. This was this was a problem for the coalition partner. And meant that the NPP remission is not going to be built. 5. April 71, EDF beginnt mit den sogenannten reversiblen Arbeiten in Kathmandu. 13. Oktober 78, das Dekret d'utilité publique wird im Journal offiziell veröffentlicht. 8. November 78, das Luxemburger Parlament nimmt einstimmig eine Motion gegen das AKW Cattenau an. Es werden in den nächsten Jahren mehrere Motionen gegen Cattenau folgen. On 5th April 1978, EDF starts with a reversible construction work at Cattenau. On the 13th October 1978, the Decree d'utilité publique is published in the Journal Officiel. And on the 8th November in 1978, Luxembourg Parliament votes with this 1 vote against Cattenau, and there will be several more of those revolutions in the upcoming years. Sorry, everybody who needs English really hears me, because then they can move. I mean, it's okay. I try. You can come. There's 2 more closer seats. Okay, 4. Juli 79, Frankreich sperrt seine Grenze auf eine Länge von 250 Kilometern, um eine Großdemo in Thionville zu verhindern. In Thionville demonstrieren 1000 Franzosen, in Luxemburg 3000 Deutsche und Luxemburger gegen Cattenau. 1981, François Mitterrand wird Präsident der Französischen Republik. Die AKW-Gegner atmen auf. Die Sozialistische Partei hatte sich immer gegen Cattenau ausgesprochen. On the 4th of July 1979, France closes the border because of a large demonstration. And to prevent it, in Thionville, there were 1,000 French and Luxembourg, 3,000 German and Luxembourgians demonstrating. And in 1981, François Mitterrand becomes president of the French Republic. The nuclear power plant opponents are happy because Mitterrand always used to be against this plan. Oktober 81, der von Mitterrand angekündigte sogenannte Large Débat National wird auf eine wenige Tage dauernde Debatte in der Assemblée Nationale zurechtgestützt. Cattenau 1 und 2 sollen gebaut werden, über 3 und 4 sollen die Gemeinden Cattenau und die umliegenden Gemeinden entscheiden. In Oktober 1981, the much announced discussion, Large Débat National, the big discussion on national level by Mitterrand, is cut down to a small discussion at the French Parliament, and they decide they will build Cattenau 1 and 2. On 3 and 4, the communities in the surroundings can decide on their own. Okay, damit war dann klar und entschieden, dass Cattenau gebaut wurde. Ich habe noch einige andere Daten mit den ersten Pannen und so weiter, habe ich mir rausgesucht, will ich aber jetzt nicht im ganzen Detail drauf eingehen, wofür wir gewinnen. Und nur noch ein Datum, ein kurzes Datum, das ist dann der 24. Oktober 1986. Ist das Datum, als die
erste Kettenreaktion in Cattenom eingeleitet wurde und somit das AKW in Betrieb. So in 1983 was decided to be built. Of course, I prepared you the whole list of accidents and other important dates. I don't want to mention all of them now, but another important one, 24th of October in 1986, there was the first criticality reached at the reactor. Okay, dies kurz zur Einleitung ein bisschen, um auch den Kontext zu setzen, und dann würde ich an Gitte das Wort geben. So this was just a short introduction to give you an idea about where we are, and now I hand over to Brigitte. Ja, danke Roger. Meine Damen und Herren, ich bin Brigitte Atmann, bin eigentlich ganz weit hergekommen aus Bayern, bin dort Kreisrätin, Stadträtin inzwischen in meiner Heimatstadt und habe dort das Referat bekommen für Feuerwehr und Katastrophenschutz. Ich nehme an, aufgrund meiner Arbeit jetzt mit dem My name is Brigitte Artmann. I came from far away from Bavaria. There I am the district councillor in my home community, and now I'm also responsible for emergency and fire brigades. Wir haben diesen runden Tisch organisiert. Es hat deutscher, französischer, belgischer, luxemburgischer runder Tisch. Wir sind in Luxemburg gelandet, dank Roger Spautz. Vielen Dank dafür, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Und Ute Schlumberger von Cattenom, merci, hat uns hier aktiv mitgeholfen von der deutschen Seite. So we have now a round table, which is a German, Belgian, Luxembourgian, French round table. We ended here in Luxembourg, thanks to Roger Spautz, who helped organize it. And of course, great thanks to Ute von Cattenom, merci, who also helped a lot. So, und jetzt die Frage, wieso ein grenzübergreifender runder Tisch nach der Aarhus-Konvention? And now we want to talk about why we need a round table according to the Aarhus Convention. Regierungen haben die Verantwortung, die Sicherheit ihrer Einwohner sicherzustellen, aber seit 60 Jahren gibt es keine öffentliche Debatte über Katastrophenschutz. The government is responsible to secure the security for the population, but in the past 60 years we didn't have any discussion, public discussion on emergency preparedness. Es braucht grenzübergreifende öffentliche runde Tische nach der Aarhus-Konvention, die die öffentliche Beteiligung regelt. We need those transboundary round tables in line with the Aarhus-Convention to discuss the emergency preparedness in all possibly affected districts. Und zwar braucht es öffentliche Workshops für Katastrophenschutz in allen möglicherweise betroffenen Landkreisen und Städten. Zusammen mit der Zivilgesellschaft, Rettungsteams, Behörden, um so viel wie möglich von den unerwarteten lokalen Problemen zu erfassen, und zwar bevor der Notfall passiert. And it has to be done together with the civil society in these districts and regions, the relief workers and the authorities, so it's possible find out about unexpected local problems before the emergency occurs. Das ist bisher alles nicht passiert. Und dann braucht es auch noch folgerunde Tische, Cattenom, das ist eure Aufgabe dann. Es wird in dieser Reihe runde Tische geben am AKW Temelin in Tschechien und bereits am 27. September 2014. Und dann noch in Bulgarien, in Slowenien, in Frankreich, in der Ukraine und in Polen. And there also need to be follow-up roundtables, also in Cattenom, which will be and we also organize a roundtable in the Czech Republic on Temelin on 24th of September in 2014. Moreover, there will be roundtables in Bulgaria, Slovenia, France, Ukraine, Poland. So, es gab